Wenn Frauen unter sich sind, wird anständig gefeiert. In Golz beim Damenkränzchen machen die Laientänzerinnen den Anfang. Es war ganz toll. Wir sind sehr froh, dass der Auftritt so gut war. Wir sind immer sehr froh, dass uns das Komitee vom Damenkränzchen fragt, ob wir bei ihnen am Ball tanzen. Frauen, so weit das Auge reicht. Das Tanzbein wird geschwungen und an der Stimmung merkt man, dass die Männer offensichtlich heute Abend nicht fehlen. Auf jeden Fall, man ist viel ausgelassener, man ist wohnbeschwerter, wenn die Männer sind, dabei sind, sind ja, muss man sehr brav sein. Ja. Ja, natürlich ist das eine besondere Stimmung, wenn die Frauen losgelassen werden. Sicher viel ausgelassener sind die Weiber dann. Viel deppeter. Weil die Männer halten es nicht alle weit zurück. Es hat immer Damengrenzchen in Golz gegeben und dann war einmal eine Pause. Und dann haben wir gesagt, das fährt, es kehrt wieder her. Bei den Seewinkler Damen wird es bei dieser Stimmung heute Abend garantiert später. Stellt sich nur die Frage, wer kocht den Männern morgen das Mittagessen? Da bleibt die Küche kalt. Kalte Küche. Ich setze mich am Ofen, dann bin ich warm. Oh, wir haben vorgekocht. Oh, nein, sie lügt wie immer. Morgen bleibt die Küche kalt und die Männer müssen sie selber versorgen. Richtig. Wer kocht für die Männer morgen? Der Mann selber. Geht das? Ja. Ich habe einen Koch geheiratet. Der ist Selbstversorger und aus. Außerdem habe ich gar keinen Mann mehr. Meines Arbeiten. Also, gibt's nichts. Kalte Küche. Es ist ja Fasching und die Damen in Golz zeigen zu dieser Jahreszeit vollstes Temperament. Auch Fotos zum Andenken dürfen natürlich nicht fehlen. Und das nächste Frauenkränzchen kommt bestimmt.